Es wird keine Verschärfungen geben, das ist die gute Nachricht. Es wird keine weiteren Lockerungen geben, aber die, die wir vorsichtigerweise und mit Bedacht gewählt haben, scheinen sich zu bewähren. Und über alles andere wird man frühestens in einer Woche, wenn wir wissen, wie sich diese Öffnungen auf die Mutationen, auf die Infektionen auswirken, reden können, wenn man realistisch ist. Welcher Öffnungsschritt wäre denn der nächste, den man andenken könnte? Da werden ja mehrere angedacht. Natürlich braucht es Perspektiven, aber ich halte es für falsch, jetzt einen Zeitpunkt zu nennen. Wir müssen wissen und abwarten, wie sich die Öffnungsschritte, die wir gesetzt haben, auswirken. Wenn das nicht explodiert, dann kann man das, was man jetzt schon überlegt, vom Sport über den Kultur- bis zum Gastronomiebereich tun. Wenn nicht, dann nicht. Ich sage nur, bei aller Problematik, bei allem Zorn, der uns auch begegnet, müssen wir dabei bleiben, das Richtige zu tun, auch wenn es nicht immer populär ist. Wir haben alles in allem diese Corona-Epidemie ganz gut im Griff. Wir haben in der Steiermark in der letzten Woche 230.000, 240.000 Testungen durchgeführt. Also es wird getestet, getestet, getestet. Das wirkt sich aus. Da gehen natürlich die Zahlen auch ein bisschen in die Höhe. Das ist in Ordnung so. Damit können wir die, die infiziert sind, rausnehmen. Also ich rechne da mit einer Entspannung. Ich bin heute optimistischer, als ich es Anfang des Jahres gewesen bin. Aber das ist nicht faktenbasiert, sondern eine Frage der Stimmung. Darf ich Sie noch zu den Selbsttests fragen, ob Sie dafür plädieren würden, dass die in Zukunft auch Eintrittstests sind? Ich bin jederzeit dafür, wenn man das überprüfen kann. Ich habe in den letzten Tagen gespürt bei der eigenen Friseurin, die nur ihren Vater und eine weitere Beschäftigte hat, dass sie ausgebucht ist auf 3 Wochen, dass alle den Test gerne machen, nur damit sie wieder hinkommen. Wir haben bei uns in unserem Bundesland sehr viele Teststraßen. Die meisten Apotheker österreichweit machen bei uns mit, 152 von 204. Auf diese Zahl kommt niemand, wenn man es prozentuell rechnet. Und wir werden bei den Impfungen dann, mit denen wir beginnen, mit den Ü80 auch die Hausärzte, die Niedergelassenen im Boot haben, was ja ganz schwierig war und ganz wichtig ist. Alles Gute.